Wir stehen hier im Prenzlauer Berg. Hinter mir ist die Gethsemane-Kirche. Und hier in der Gethsemane-Kirche hat gestern eine Fürbitte stattgefunden. Eine Fürbitte für Peter Steutner. Er lebt hier im Prenzlauer Berg mit seiner Lebensgefährtin und seinen Kindern, ist ungefähr so alt wie ich. Und er ist gerade vor wenigen Tagen in der Türkei festgenommen worden. Unter absurden Vorwürfen, er würde einen terroristischen Umsturz planen. Dabei hat er sich immer für Gewaltfreiheit eingesetzt. Peter Steutner muss dringend freigelassen werden und dafür muss sich die Bundesregierung einsetzen. Und außerdem müssen die deutschen Soldaten aus Konya abgezogen werden, damit sie nicht die nächsten Geiseln von Erdogan werden. Und was völlig absurd ist, jetzt noch eine Panzerfabrik von Rheinmetall in der Türkei zu genehmigen. Das muss dringend gestoppt werden.